Benicio? Wo ist... Ah, Simon, hast du Benicio gesehen? Er muss gleich auf die Bühne und ich habe keinen blassen Schimmer, wo er steckt. Nein, aber ich muss dich dringend was fragen. Was denn? Ich will wissen, wann du vorhast, mit Luna zu reden. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Du kommst wirklich auf die Idee, dass ich während einer Show, bei der ich mitwirke, die ich moderiere, die ich organisiere, mit Luna rede? Wirklich? Nein, aber ich glaube, du hast wieder mal den perfekten Vorwand gefunden. Nein, nein, das ist kein Vorwand, Simon. Ich kann gerade einfach nicht. Sieh mich an. Fällt dir was auf? Ja, gestern hättest du mit ihr reden können. Oder heute, vorm Open. Aber das hast du nicht, deswegen frage ich dich, wann du es vorhast. Okay, Simon, hör mir zu. Wir machen Folgendes. Ich verspreche dir, nach dem Open werde ich mit ihr reden, okay? Na gut. Und wieso sollte ich dir vertrauen? Echt jetzt, Simon? Ich würde nicht fragen, wenn... Wie lange willst du damit noch weitermachen? Ehrlich. Merkst du nicht, dass ich, seit ich das Rollerleite, alles daran setze, dass wir uns wieder zusammenschließen? Ist dir das denn nicht genug, um mir wieder zu vertrauen? Du hast recht. Tut mir leid. Ja, schon gut, aber... Tut mir leid. Entschuldige. Ich wollte es einfach wissen. Luna ist eben meine beste Freundin. Und ich muss sie auch beschützen. Ich kann ihr sowas nicht verheimlichen. Ich weiß, ich weiß. Und wenn du es ihr nicht sagst, Amber, tut mir leid. Muss ich es tun. Nein, nein, nein. Ich will wirklich nicht, dass es so weit kommt. Mhm. Ich bitte dich, gib mir die Chance, es ihr zu sagen. Ich will es ihr wirklich selbst gut. sagen. Je früher, desto besser. Okay? Ja. Wir sehen uns. Nein, warte. Ich habe auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Okay, klar. Ja? Gibt es für uns eine zweite Chance? Nein. Nein, Amber, wir können nicht zusammen sein. Gehen wir. Kommst du? So sehr du es auch versuchst und es mit größter Entschlossenheit und von ganzem Herzen willst, kannst du dich nicht wehren. Simon, sieh mich an. Und jetzt sag mir direkt ins Gesicht, dass du wirklich nichts für mich empfindest. Ich versuche es. Also, ich versuche, nichts zu empfinden. Aber... Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldige bitte. Tut mir leid. Nein, warum? Warum? Weil du einen Freund hast, Amber. Nein. Tut mir leid. Doch, nein, nein, tut mir nein, leid. Nein, 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 nein. Nein, ich habe keinen Freund. Doch, nein. Du hast einen Freund. Nein, Simon. Benicio hat einfach irgendwann behauptet, mein Freund zu sein und... Das ist ein Running Gag. Das nimmt keiner von uns ernst. Das ist nur Spaß, nichts weiter. Aber wenn er es doch ernst nimmt, was dann? Dann spielen wir mit seinen Gefühlen. Nein, das werde ich nicht tun. Ja, nein. Klar, sowas machst du nicht, weil du immer alles richtig machst. Denn du bist ja sowas von perfekt. Warum sagst du das? Warum ich verstehe nicht. Ich sage, weil du auf eine andere stehst. Auf Emma. Nein. Und küsst trotzdem mich. Ist aber das okay? Ich stehe nicht auf Emma. Emma ist es nicht. Ich mag ein anderes Mädchen, okay? Du stehst nicht auf Emma? Nein, ich mag ein anderes Mädchen. Du hast ein anderes Mädchen. Und warum sagst du nicht, wer dieses Mädchen ist, Simon? Was ist mit dir los? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, ehrlich. Das Mädchen, das ich mag, bist du. Okay? Du bist die, auf die ich abfahre. Aber auf dieses Spiel lasse ich mich nicht ein. Das mache ich nicht, okay? Weil du einen Freund hast, Amber. Und er... Was ist denn hier bitte los? Warum bist du nicht draußen und singst? Ich habe dich Ewigkeiten wie eine Verrückte gesucht. Wo hast du gesteckt? Du bist... dein Song? Hast du alles vorbereitet? Das Gesangsplayback und das alles ist fertig? Ja. Okay.